Ab und zu auch Dystopien, Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch mal wieder einen Tag und zwar den Buchkauf-Tag. Den habe ich noch nicht gemacht und ich dachte, es interessiert euch vielleicht, wie und wo ich meine Bücher kaufe. Für eventuelle Störungen und Hintergrundgeräusche entschuldige ich mich schon mal im Vorfeld. Ich musste mich heute ins Schlafzimmer verkrümmeln, weil mein Freund zu Hause ist. Und der hantiert hier gerade irgendwas in der Wohnung rum, wo ich nicht weiß, warum er das jetzt machen muss und nicht warten kann, bis ich fertig bin. Männer. Naja, auf jeden Fall, falls ihr irgendwelche störenden Background-Geräusche hört, tut es mir schon mal leid. Ansonsten, falls das Bild heute etwas wackelt, ich weiß nicht, ob das... Ja, doch, sie wackelt. Dann tut es mir auch leid, nur die Kamera steht auf meiner Matratze auf dem Bett. Und ich hatte aber keinen anderen Hintergrund, weil vors Fenster konnte ich mich nicht setzen, weil die Sonne so knallt, dass ich einfach nichts gesehen hätte. Und die ganze Zeit so in die Kamera gucken ist auch nicht prall, deswegen heute einfach mal provisorisch hier so der Hintergrund. Und ja, ich höre jetzt aber auf zu reden, ihr wisst Bescheid, ne, falls es Wackler und Störungen gibt. Sorry. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Buchkauf. Frage Nummer 1. Wo kaufst du deine Bücher? Diese Frage hatte ich in irgendeinem anderen Tag schon mal beantwortet. Ich kaufe Bücher in der Regel in der Buchhandlung oder bei Medimops gebraucht hauptsächlich. Rebuy ist, weiß ich nicht, Rebuy ist nicht so meins. Also hauptsächlich gebraucht bei Medimops, ansonsten in der Buchhandlung. Es kann aber auch natürlich sein, dass ich mir mein Buch bei Amazon oder so mitbestelle. Also ist es unterschiedlich, aber eigentlich hauptsächlich in der Buchhandlung und bei Medimops. Frage Nummer 2. Welche Genre kaufst du am meisten? Urban Fantasy. Ich kaufe definitiv am meisten Urban Fantasy oder generell Fantasy Bücher. Das können Jugendbücher sein, das können normale Bücher für Erwachsene sein, aber eigentlich hauptsächlich Jugend-Urban Fantasy. Ab und zu auch Dystopien und postapokalyptische Bücher. Also ihr seht ja, hier steht auch noch Young World und Ashes und hier Delirium und so. Hier Starters ist ja eine Dystopie. Aber eigentlich hauptsächlich, was ich so am meisten habe, ist Fantasy im Großen und Ganzen, aber hauptsächlich Urban Fantasy. Ansonsten kaufe ich natürlich auch sehr gerne immer so New Adult Bücher und Liebesromane. Da habe ich auch schon einiges, aber im Moment dominieren bei mir doch noch die Urban Fantasy. Frage Nummer 3. Kaufst du eher E-Books, Taschenbücher oder gebundene Ausgaben? Das ist eigentlich relativ einfach. E-Books kaufe ich, wie ihr wisst, eher selten. Da nehme ich die höchstens, wenn die kostenfrei für ein Kindle gerade sind, dass ich sie mit Dame runterlade und lese. Ansonsten, wie gesagt, kaufe ich eigentlich in der Regel Hardcover und auch Taschenbücher. Viele Taschenbücher gibt es nicht als Hardcover und umgedreht. Ihr kennt das Problem, deswegen Hardcover und Taschenbücher ist bei mir, glaube ich, so, hält sich da so die Waage. Aber wenn es jetzt ein Buch ist, was ich unbedingt haben wollen würde, wie damals die Obsidian-Reihe, die habe ich mir alle als Hardcover gekauft, da konnte ich nicht warten, bis es die irgendwann mal als Taschenbuch gab. Also, das geht dann nicht. Also, Hardcover, wenn es das Hardcover gibt, und Taschenbücher... Meistens, wenn es dann nur die Taschenbücher gibt, so hauptsächlich so die Bücher vom Lux Verlag oder vom Pieper Verlag oder vom Ullstein Verlag. So diese ganzen New Adult Liebesromane, die gibt es ja meistens mal als Taschenbuch. Also dann Taschenbücher logischerweise. Frage Nummer 4. Wo findest du neue Buchkandidaten? Ich finde neue Buchkandidaten zum einen in meiner Vorbereitung für das Neuerscheinungsvideo. Da wühle ich mich ja immer durch sämtliche Online-Portale und gucke, was da so an Neuerscheinungen rauskommen. Da finde ich natürlich neue Kandidaten, ansonsten hauptsächlich aufgrund von Empfehlungen von Freunden oder von Abonnenten. Ja, aber ich ab und zu auch in der Buchhandlung, wenn da ein Buch liegt, was ich jetzt noch gar nicht kenne, was mich total anspricht, dann kann das auch mal sein, dass ich da so das Buch kaufe. Das war, bevor ich mit BookTube angefangen habe, eigentlich mein Hauptkauf. Ich bin in die Buchhandlung gegangen, habe gedacht, oh, guckst mal, was da so ist, was dich interessiert, und kaufst es. Dann kam BookTube. Dann wurde das Ganze natürlich strukturierter und... Man geht das Ganze natürlich dann auch anders an, also ja. Aber im Moment, wie gesagt, wühle ich mich durch die Neuerscheinungen jeden Monat durch, um für euch das Video auch online zu stellen. Und da suche ich mir dann eigentlich die meisten Bücher raus, die ich dann auch lesen möchte. Und natürlich gibt es Autoren, ihr wisst, Jennifer Armentrout, Laura Newman, Samantha Young, inzwischen auch Bianca Iosivoni, wo ich sowieso mal drauf erpicht bin und warte, dass die neuen Bücher rauskommen und die dann sowieso mal kaufe, also... Es gibt so Autoren, die habe ich immer im Auge und da warte ich immer drauf, dass die Bücher auch kommen, die neuen. Aber ansonsten hauptsächlich über mein Neuerscheinungsvideo. Frage Nummer 5. Nach welchen Kriterien entscheidest du dich für neues Lesematerial? So richtige Kriterien habe ich nicht. Entweder das Buch spricht mich vom Cover an, das Buch spricht mich vom Klappentext an, das Buch wird mir empfohlen. Also das sind so meine Kriterien. Also in der Regel ist es so, dass wenn ich jetzt ein Buch habe von einem Autor, den ich nicht kenne. Also oftmals ist es ja so, man kauft Bücher von Autoren, die man bereits kennt, weil man ja davon ausgeht,
dass man die Bücher, die man von dem Autor bereits gelesen hat, ja gut fand und dass das neue Buch dann auch wieder gut sein wird und so. Ja, also zum einen das und dann natürlich, wie gesagt, ich lese mir immer hinten die Klappentexte durch. Also ich lese mir immer hinten den Rückband durch oder die Klappentexte von den Büchern und entscheide dann danach, ob die Geschichte mich interessiert oder nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es mal ein reiner Coverkauf ist, wie bei Obsidian. Obsidian war bei mir ein reiner Coverkauf, der erste Teil. Ja, dann kann es auch mal so sein, aber so direkte Ausschlusskriterien habe ich jetzt persönlich nicht. Also, wie gesagt, es kann das Cover sein, es kann der Klappentext sein, es kann die Empfehlung sein, die ich von einer Freundin bekommen habe. Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Frage Nummer 6. Wie viele Bücher kaufst du im Schnitt pro Jahr? Letztes Jahr ist das Ganze bei mir etwas ausgeartet. Ich glaube, letztes Jahr habe ich so um die 150 Bücher gekauft, wenn das reicht. Ich habe nicht gezählt, keine Ahnung, aber ich würde schätzen, letztes Jahr waren es so 100 Bücher auf jeden Fall, die ich gekauft habe und die ich auch durch Rezensionsexemplare und so bekommen habe. Dieses Jahr wird es definitiv weniger, da ich ja mich hier meinem Sub widmen möchte. Der soll ja weg oder besser gesagt sehr stark dezimiert werden. Deswegen werde ich dieses Jahr definitiv nicht so viele Bücher kaufen, aber ich schätze mal im Schnitt so 50, 60 Bücher so die Jahre, die zwei Jahre davor definitiv. Ja, ich würde schätzen so 50, 60 im Schnitt, was ich so die letzten Jahre gekauft habe im Jahr. Wie gesagt, letztes Jahr, vorletztes Jahr ist ein bisschen eskaliert. Aber davor so 50, würde ich sagen. Schwer einzuschätzen, ich weiß das auch gar nicht mehr. Also, keine Ahnung. Also wie gesagt, letztes Jahr, vorletztes Jahr, die zwei Jahre ist ein bisschen eskaliert mit Medimops und hast du nicht gesehen. Also da war es definitiv mehr, aber ich denke mal, dieses Jahr wird es auf jeden Fall auch nicht so viel. Aber ich denke mal so im Schnitt so 50, 60 Bücher im Jahr. Frage Nummer 7. Was würde dich dazu bringen, ein Buch sofort wieder aus der Hand zu legen? Ich verstehe jetzt die Frage nicht. Also ich bin jetzt in der Buchhandlung irgendwo und nehme das Buch und gucke es mir an und entweder ich nehme es ja eigentlich nur in die Hand, wenn mich das Cover eh schon anspricht oder ich die Autorin kenne und dann lese ich mir den Klappentext durch und wenn der mir gefällt, dann nehme ich es mit und wenn der mir nicht gefällt, lege ich es wieder hin. Also im Prinzip ist es ja eigentlich nur, ich gucke es mir an und es spricht mich an und wenn mir der Klappentext nicht zusagt, lege ich es wieder hin. Also es kommt natürlich bei mir schon auf den Inhalt auch an, ob der mich hinten drauf auf anspricht. Wenn das Cover dann natürlich noch dazu schön ist, dann passt es ja. Aber ansonsten, warum sollte ich es wieder aus der Hand legen? Ja, also entweder der Inhalt spricht mich an oder halt auch nicht. Frage Nummer 8. Gibt es Bücher, die du mehrmals in verschiedenen Editionen kaufen würdest? Eigentlich würde ich die Frage mit Nein beantworten, weil wenn ich ein Buch habe, dann habe ich es. Dann habe ich die Geschichte und ich kaufe Bücher ja eigentlich der Geschichte wegen und nicht wegen des Covers. Aber ich bin im Moment ernsthaft am Überlegen, ob ich mir die neuen Nachtsonne-Bücher nochmal kaufen soll. Weil ich habe die ja eigentlich im Regal mit den alten Covern, aber ich hätte die neuen Cover auch gerne, weil die sind so cool und die sehen so schön aus. Also das wäre das erste Buch, wo ich mir echt überlegen würde, das Ganze mir nochmal anzuschaffen. Aber da hadere ich noch mit mir selbst und überlege noch, ob es Sinn macht. Ob ich das wirklich tun möchte oder nicht. Ja, aber ansonsten generell würde ich sagen, nein. Ich habe das Buch und ich habe es gekauft und es gibt ja gerade die ganzen kleinen Potterheads, die Harry Potter in 5 verschiedenen Ausführungen zu Hause stehen haben müssen, aber ich glaube, ich bin für sowas einfach zu alt. Also ich habe das Buch der Geschichte wegen und Ende. Wie gesagt, bis auf bei der Nachtsonne, da überlege ich echt gerade, ob ich das nochmal haben möchte mit den neuen Covern. Ich muss mir das echt mal überlegen. Ja, ja, aber das ist so das erste und einzige Buch, wo ich jemals so darüber nachdenke, ob ich das machen sollte. Frage Nummer 9. Lässt du dir gern Bücher schenken, die du dir vorher nicht ausgesucht hast? Nein. Ich mag das gar nicht, wenn man mir Bücher schenkt, die ich mir vorher nicht ausgesucht habe. Gerade weil ich an der Masse auch an Büchern, die ich habe, keine Lust habe, irgendwas doppelt geschenkt zu bekommen. Dann weiß ich nicht. Es gibt Bücher, die mich auch absolut nicht interessieren und wenn man sowas dann geschenkt bekommt, so, ja, schön, danke. Nee, also ich bin generell immer dafür, dass man, ich würde das auch immer so machen, dass ich jemanden, wenn ich nicht genau weiß, dass derjenige das Buch haben möchte, weil es mir irgendwann mal erzählt hat, würde ich wirklich von vornherein immer fragen, hier, wie sieht's aus, was willst du haben? Bevor ich dann wirklich die Katze im Sack auch für denjenigen kaufe und so eine 50-50-Chance ist, gefällt es ihm nicht, so mag ich das lieber auch nicht. Also ich habe von einer Freundin jetzt zum Geburtstag auch 2 Bücher bekommen von Laurie Nelson Spielman, Morgen kommt ein neuer Himmel und Nur ein Horizont entfernt. Da hatte sie aber auch wirklich Glück, weil ich die Bücher von Laurie Nelson Spielman schon lange mal so
anfixiert habe und mir aber immer nicht sicher war, ob ich mir das kaufen soll oder nicht, weil ich nicht wusste, ob es das für mich ist. Also war das eher Glück, dass sie ein Buch erwischt hat, was mich eh interessiert hat. Also ja, aber generell bin ich immer dafür, dass man mich vorher fragt, was ich gern haben möchte. Ich habe eine Amazon-Wunschliste, die kann ich jedem freigeben und da kann man dann sich was raussuchen und das bestellen und Punkt. Ja, so ist mein Stand der Dinge. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nein, ich möchte mich überraschen lassen und ich guck mal, was derjenige mir schenkt. Aber ich bin da nicht so der Mensch. Ich mag das lieber, wenn ich das dann auch weiß und auch weiß, dass ich es dann gerne lesen möchte und lesen werde. Frage Nummer 10. Gibt es Bücher, deren Kauf du bereust? Prinzipiell lautet die Antwort eigentlich nein, weil ich ja auch viel gebraucht kaufe und wenn das Buch dann halt kacke ist, naja, mein Gott, dann ist das halt kacke. Dann ist das halt so. Man kann ja bei einem Buch vom Prinzip her nie wissen, ob es einem gefällt oder nicht. Und die Bücher, die ich letztes Jahr jetzt alle abgebrochen habe, habe ich überhaupt das eine? Ich habe eigentlich nur ein Buch abgebrochen letztes Jahr und das war das von Susan Elizabeth Phillips. Und dafür habe ich 98 Cent oder so bezahlt, also so what? Aber so richtig bereuen, dass ich mir ein Buch gekauft habe, tue ich eigentlich nicht. Zumal ich ja die Bücher, die ich nicht mehr haben wollte, die habe ich ja eh alle aussortiert. Aber ja, vielleicht bereue ich Verlorener Stern, dass ich das auf meine Wunschliste gesetzt habe. Das bereue ich vielleicht. Ich habe es mir ja selber nicht gekauft, aber ich hatte es ja auf meiner Wunschliste stehen und mein Freund hat es mir ja dann zum Geburtstag mitgeschenkt. Vielleicht bereue ich, dass ich das Buch auf die Wunschliste gesetzt habe, weil das waren einfach 15 Euro, die man hätte anders investieren können. Aber ansonsten fällt mir jetzt so spontan nicht irgendwie ein, dass ich den Kauf bereue, weil ist halt so. Entweder es gefällt einem oder es gefällt einem halt nicht. Das kann man ja vorher mal nie so wissen. Ja, aber so generell, ich bereue nicht, dass ich die Bücher, die ich gekauft habe, gekauft habe. Und wie gesagt, die mir nicht gefallen, sortiere ich wieder aus und das ist das Thema. Das war mein Buchkauf-Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch vielleicht ein, zwei Fragen beantworten, die ihr schon mal wissen wolltet, wie ich meine Bücher kaufe. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und sorry nochmal so für den Hintergrund und alles. Beim nächsten Mal wird es wieder besser. Ja, so ist das halt manchmal. Aber ich, wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.